Ja. Sekunde, ich mach. Von der Musik. Ich sag ja ganz viel Spaß und Spannung für die ganze Saarland-Familie. Ah, nice. So, sag dann, wenn ich einen Countdown machen kann, hier für die Zuschauer 1v1-Turniere, lol. 3, 2, 1, reindönern. Ja, so kann man es auch nennen. Aber reindönern ist jugendfreundlicher. Und ich will ja nicht demonetarisiert werden. Ja, so ungefähr 8er bist du. Nice. Lol. Oh geil, Sonic Runde 1. Sonic, Spaß. Den werde ich haben. Den werde ich ganz viel haben, Digga. Mario, ja, jo. Das lasse ich einfach so stehen. Oh yay, ich beginne den Kampf mit einer random Up, weil ich's kann. Ah, okay, wo ist besser ein neutral Move? Ja, ich hab versucht, eine Wave Bounce Crown zu machen. Okay, dieser Mario kann gefühlt gar nichts. Er macht random Smash Attacks und Down Air. Glaub mir, Sonic ist nicht besser. Der kann nicht. Erst mal in der Back Air ausgewichen. Der war gefühlt 2 cm offstage und hat's verkackt zu recovern. Wenn man halt Sonic da verkackt. Und die Sache ist die, er hat ja nicht mal nicht Abi gedrückt. Er hat Abi gedrückt und ist einfach nicht auf die Stage gekommen. Ah, und dieser Mario ist ungefähr 10 Kilometer offstage und versucht mit dem Cape zu recovern. Nice. Dieser Sonic hat auch nicht gerade viele FPS, yay. Oh, ich hab schon gewonnen. Ja, meiner ist auf 100% Last Stock. Ich stell mich jetzt hin gleich und charge einen Down Smash. Oh. Er hat mir im ganzen Kampf 30 Schaden gemacht. Wow. Ich habe ihn einmal getötet. Er hätte fast Marcells Lieblingskombo gemacht. So, ich stelle mich jetzt nur noch hin und charge Down Smash. Ich habe übrigens gestern was Schönes rausgefunden. Das würde ich ganz sehr freuen. Ganz viel freuen. Und zwar, Bowser kann jeden Charakter beim Shield Break auf 0 töten. Ah, geil. Kannst du nämlich einfach das Feuer machen und den Gegner so auf 30%, auf 25% ja, machen. Ja, stimmt. Und trotzdem noch genug Zeit haben für ein F-Smash, Smash-Voll-Chargen. Ich mach grad nur noch Scheiße mit diesem Sonic. Ich stehe die ganze Zeit da und drück Down Smash, er steht da und drückt Neutral B. Oh, yay. Was war das für ein F-Smash? Er steht auf der Stelle und drückt Smash Attacks. Er steht auf der anderen Seite der Stage und drückt Smash Attacks. Der Typ hat auch nichts vor mehr heute, oder? Yeet. Wow. Die Alten dauert das eigentlich noch zu lang. Ich dachte, wäre 100% Last Stock. Ja, ich hab ihn einfach nicht mehr gehittet, weil ich irgendwelche Scheiße machen wollte. Oh, dein Kampf war der letzte. Oh, geil. Also, das war der beste Sonic-Spieler. Meine Lieblingsszene war wirklich, dass wir auf unterschiedlichen Ledges standen und er F-Smash gecharged hat. Hätte Sonic F-Smash, vielleicht hätte er getroffen. Stimmt auch wieder. Obwohl es noch nicht ganz Min-Min. So, jetzt spiele ich gegen so einen random Bowser-Kek. Was ist denn das für einer? Ich hab vergessen, den Tag zu ändern. Oh, Kek. Guck mal, Kombos. Okay, da ist gerade einfach kein Input rausgekommen bei mir. Hahaha, oh. Hahaha. Ich wollte an die Ledge. Hahaha! Yeet. Ich find's schön, wie du da rein driftest. Danke. Wie so ein Auto, brumm brumm, Motherfucker.
Das ist der beste Trash-Talk meines Lebens. Ah! Warum ist diese Back-Air so stark? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, die macht fast so viel Schaden wie der F-Smash ungecharged. Ja! Er ist fast tot gewesen. Oh nein. In Cannonball. Och, du lebst. Ah, ich lebe. Oh. Ja. Ja, du lebst. Hust, hust. War wieder ein guter Zeitpunkt, um das zu sagen. Du weißt doch, dass man das in dem Spiel nicht darf. Ja. So, ich hab Bock, Fox oder Roy als nächstes. Beide bekifft. Das ist Hero, nicht Roy. Ach so. Ich hatte es nur im Augenwinkel gesehen und dieses Rote auf dem Kopf gesehen, deswegen. Ja, egal. Oh Gott, ich sehe auf der anderen Seite Frank, gegen den will ich gar nicht kämpfen. Ich mache jetzt. Ich habe aus Versehen zu dir verlassen, obwohl ich noch da sein wollte. Ich kämpfe jetzt gegen Random Bots. Hui. Ich habe heute schon eine halbe Stunde lang nur mit Training Mode Kombos mit Items gemacht. Das war toll. Und warum glaube ich, der Kampf von Toon Link gegen Banjo dauert noch eine halbe Stunde? Oh nein. Klingt doch schon toll. Yeah. Direkt mein Lieblingsgegner bei Random bekommen, Sonic. Sie sind fertig. Aber Bot Sonic sind zum Glück nicht so schlimm wie Online Sonic. Ja. Die Bots in dem Spiel sind nicht drauf programmiert, komplette Hurensöhne zu sein. Außer Samus. Echt? Spielt Samus so ekelhaft? Also ich spiele manchmal gegen Level 9 Samus-Bots, die 1-1 wie Online-Samus spielen. Geil. Ich spiele jetzt gegen Fox. Yay. Ich habe keine Ahnung, warum ich spiele gegen so viele Fox in letzter Zeit. Hilfe, ich werde geabtiltet. Dann war Fox mein Hassgegner, weil ich aus irgendeinem Grund nichts gegen den wirklich machen konnte. Aber dann hat es plötzlich einfach aufgehört. Seitdem finde ich das Matchup eigentlich ganz okay. Ja, ich mag's nicht. Und trotzdem bekämpfe ich ihn. Ist ganz schön, wenn man so von Null auf sich gemacht wird, nur wo ich abtilt. Und meine Projektile sind halt auch gefühlt raus in dem Matchup. Dafür sind meine Spikes halt broken. Der Fox fällt ja auch so schnell, der stirbt auf Null beim Spike. Ja, eben. Und ich habe ihn gerade auf 70 gebackert. Davon stirbt der gleich viermal. Ah, geil, ich wurde auf Null gestaged spiked. Aber habe überlebt. Bei mir ist gerade ziemlich close gegen den Fox. Ich müsste ihn nochmal bekifft schießen, dann gewinne ich. Ansonsten nicht, der spielt auch so ekelhaft. Ui. King Fox Upsmash. Die Attacke ist so behindert. Alter, ich hab genau vor 20% gemacht. Alter, gönn dir. Wir sind gerade hier wirklich auf den letzten Metern des Kampfes. Er ist an einem random F-Tilt auf 100 gestorben. Der hat das komplett in die falsche Richtung, die Eid, glaube ich. Aber dieser F-Tilt von Cable macht auch irgendwie ziemlich viel Knockback. Ja, der ist sau gut. Ich hab das immer unterschätzt. Der hat halt auch noch so fucking viel Range. Und die Hyper-Armor. Hyper. So, ich spiele jetzt gleich gegen
Cartoon League. Geil. So, letztes Match vom Turnier dann. Ich üb schon mal wieder Neutral. Aha, schön. Nochmal ein Controller ASMR Video. Oh, ich glaube, das sind die meisten Videos schon, bei denen ich so aufnehme, weil ich den Controller ja gefühlt 3 Meter neben dem Mikro hab die meiste Zeit. Geil. Andererseits, wenn du es gerade nicht hörst, müsste man es in den Videos auch nicht so sehr hören. Also ich höre es nur, wenn du sagst, oh, guck mal, ich mache ASMR oder so. Ja, dann halte ich es auch auf 2 Zentimeter dran. Okay, ich liege jetzt schon 50% vorne gegen Toon Link. Ich verstehe die Bowser-Fair-Hitbox nicht. Das tut keiner. Ich habe gerade Bayonetta getroffen, die 2 Meter hinter Bowser war. Die Animation war auch 1 Meter noch ungefähr entfernt und ich habe getroffen und einen Kill gemacht. Gott, dieser Toon Link ist so ekelhaft. So, Bitch. Der versucht mich ab wie Out of Shield zu hitten. Spielt er jetzt Bowser? Nee, das ist mit allen Links genauso ein Problem wie mit Bowser. Der macht nichts außer grabben, up be out of shield und manchmal forward air oder boomerang. Aha. Aber der verliert auch. Ja, hab gewonnen. Das Turnier ist dann auch rum. Jo, ich brauch noch eine Sekunde für das ganze Spirits bekommen und so, auch wenn die sind so scheißegal, mal im Ernst. Immer wenn ich in meine Sammlung guck. Ich hab einmal einen Kampf mit Spirits gemacht und das war, weil ich die mal ausprobieren wollte. Ja, ich hab hin und wieder mal Amiibo trainiert und denen welche gegeben, aber... Okay, und für Training-Mode-Kombos. Amiibo sind Spirits lustig, aber so für normal benutzt man die halt kaum. Ja, für manche Training-Mode-Kombos sind so manche wie Impact Run geil. So, sag, wenn ich Countdown machen kann. 3, 2, 1, reindönern. Ja, ich hab richtig reindönert. In die Kloschüssel oder in wen anders? In den Döner. Oh, das klingt krass. Alter, die Wartezeiten sind heute sehr lang. Oh, ich hab noch keins gefunden. Oh, dann sind wir nicht im selben. Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott, sind hier viele ekelhafte Charaktere. Wir haben so. Oh, dass ich nicht da bin. Wir haben so nur Joker, Zero Suit, Palutenam, 2 Meter Knights, Cloud, Daisy. Es gibt genau 3 Heavies, mich und ein DK und ein Gandalf, die schon in der ersten Runde gegeneinander spielen. Ich habe immer noch keins. Wow, dich will keiner. Ich bumse erstmal eine Daisy. Aber wenigstens kriegt sie keine 20 Joker hier. Hoffentlich. Ha. Am Ende landest du in so einem Turnier von einem Streamer. Wieder so ein Twitch-Turnier und jeder spielt Joker oder Zero Suit. Ja! Das wäre. Oh, jetzt habe ich auch mal eins gefunden. Und sind alle Joker? Nee, es sind. Es ist gefühlt alles random und es gibt. Ja, der einzige Charakter, der doppelt ist, Bowser und Fell. Es gibt einen Joker. Leider. Sad. Ja, ich bumm's gerade einfach in der Daisy, weil warum nicht? Oh, nice. Oh yeah, ich spiele gegen Anime-Haare. Haha, Abigo, brr. Es gibt nichts Tolleres, als mit Casual Abi zu töten. Dieser Cloud macht nur ein Side-B. Oh yay, klingt toll. Ja. Und ich erst gestorben, weil er auf 20 geF-smashed wurde und nicht recovered konnte. Oh Gott, ich darf in der nächsten Runde entweder gegen Little Mac oder gegen Meta Knight spielen. Ich hoffe mal, Little Mac gewinnt. Jetzt macht er nur Neutral B.
dem seinen YouTube-Edge gerade sind echt krass. Alter, es klingt wie ein guter Spieler. Ey, das Turnier tut mir schon weh, so zum Angucken gerade. Und er ist tot. Und ich bin fett. Und jetzt? Was willst du jetzt tun? Bitch! Angehen. Oh, das ist natürlich eine Idee. Oh yeah, ich spiele gegen Meta Knight. Und ja, das ist, wenn du drei Uhren in deinem Zimmer hast und alle drei eine andere Uhrzeit anzeigen. In der Runde weiter sind jetzt ein Meta Knight, ein Joker, Zelda, Palutena, Zero Suit und ein Kirby. Und ein DK und ich. Okay, in meinem Turnier ist fast dasselbe. Oh, klingt geil. Ich spiele jetzt entweder gegen Zelda oder gegen Zero Suit. Oh, erotisch. Okay, der Meta Knight macht als ersten Move Side-B und ich weiß schon, dass der schlecht ist. Ich habe ihn auf 30 gebackert und den ersten Stock gezogen. Auch wenn ich mich gerade frage, wie ich Meta Knight aus seiner Up-B raus gebackert habe. Hä? Ich habe den irgendwie gerade im perfekten Winkel getroffen anscheinend. Haha, random Side Bigobre. Okay, jetzt beginnt der Specials zu spammen. Yay, ich finde Zelda inzwischen gar nicht mehr so schlimm, weil die halt so fucking predictable sind alle. Zelda ist. Es freut mich immer, wenn Zelda einfach offstage diese Down B macht. Da mache ich einfach eine Back Air und die ist tot. Hilfe, ich werde gerade von Meta Knight geforward air chained. Ich könnte das noch verlieren. Ernsthaft? Ja. Er hat sich selbst umgebracht. What the fuck macht der Junge? Ich liebe das aber, wenn Zelda offstage die Down B macht. Da kann man mit K-Rool einen Cannonball gegenschießen. Dann geht die Down B von Zelda kaputt und der Cannonball fällt runter und kann Zelda da noch treffen. Ich habe damit noch nie was Tolles gelandet, aber theoretisch kann man dann Cannonball. Ja. Ach, nice. Theoretisch kann man dann so Cannonball into Down Air machen, das wäre toll. Und jetzt spiele ich gegen Joker oder gegen DK. Ich glaube, ich muss nicht sagen, gegen wen ich lieber spielen würde. Gute Frage. Nach der Zelda spiele ich dann gegen Joker oder Lucario. Lucario ist, glaube ich, für Bowser richtig gutes Matchup. Ich habe immer das Gefühl, bei Lucario... Lucario weiß ich gar nicht. Ich finde, die Lucario spielt kein Gefühl, niemand. Ich habe das Gefühl, Lucario hat umso besseres Matchup, je weniger Killpower der Gegner hat. Und Bowser... Ja gut, Bowser. Bowser tötet dich mit dem F-Smash auf 30. Wenn du Glück hast und nicht schon vorher tot bist. Wow, ich wurde gegimpft auf 20. Ah, geil. Und natürlich ist Joker weiter. Da habe ich jetzt Bock drauf. Und wenn ich gewinne, muss ich wahrscheinlich gegen Palutena. Auch ganz viel Spaß. Ja, ich habe nur tolle Gegner hier im Tournament. Mit Glück wäre es auch ein Kirby. Kirby finde ich so easy als Gegner. Gegen Bowser ist auch gefühlt das Einzige, was Kirby machen kann, random Stein treffen und dich töten damit. Stein ist wenn so das... Wenn er dich trifft, hast du gewonnen. Nice. Ja, okay, ich komme aber nicht ins Finale. Der Joker chaingrabt mich, Hilfe. Ich habe auch gerade verkackt, weil ich einfach gegimpt wurde und dadurch verloren habe. Ich habe den Joker bisher genau einmal in diesem Kampf gehittet und bin auf 105. Okay, aber ich bin K-Rool, ich kann durchaus ein Comeback machen. Boah, Digga, was ist ein Ascend Down Air into Up Air? Ist das eine Kombo? Ja. Ja, ich werde gerade komplett Ascend. Keine Chance.
Hör auf, mich zu chaingrabben, du Hurensohn! Ich will wenigstens einen Stock ziehen, aber ich weiß nicht, ob das was wird. Digga! Wie funktioniert das für den Typen? Okay, einen Stock habe ich noch bekommen, aber mehr wird schwierig. Ungefähr 130. Und er hat gleich Ascend. Ja, gut. Er ist auf 80. Und er hat mich gebackaired, wow. Digga, was ist diese Backair? Ich hätte fast gecomebackt. Ah! Bist du gerade noch in einem Botkampf? Nö, ich bin bereit. Okay, ich noch nicht ganz, muss wieder Spirits. Ich hab keinen gestartet, weil als ich fertig war, hast du gesagt, dass du schon auf 130% bist. Ah, ich hasse Joker. So. 3, 2, 1, Ficky Ficky Time. So, mal gucken, ob wir diesmal wieder im selben landen oder ob ich zu Sakurai nach Hause fahren muss. Beides. Ich mach's bei beiden, aber ich muss nur, wenn wir nicht ins selbe Turnier kommen. Und weil ich so deutsch bin, zeige ich ihn dann noch an. Okay, dann sind wir wahrscheinlich im selben. Ja. Okay. Du bist irgendwie in jedem Turnier entweder oben links oder oben rechts. Ich weiß. Ich glaube, irgendwie wird das da sortiert. Ich weiß aber nicht wie. Ich bin halt echt immer oben, aber wenn ich mit anderen Charakteren spiele, dann nicht. Okay. Aber es kann halt eigentlich auch nicht danach sortiert sein, je besser man ist, desto weiter oben ist man von GSP oder so, sonst wären die ersten Gegner nicht immer so scheiße. Ja. Keine Ahnung, wie die sortiert wird. Schade, du Moinmax hier. Och, wir nehmen gerade auf, du Keck. Yay, Hui, der hat es halt gemacht. Hui, ich hab Bylef getötet, ohne Schaden zu nehmen. Ich warte nur auf eine random Dau. What the fuck? Yay. Das ist, wenn Poekro mit der Affi gerade so die Stage verfehlen. JV Freestock, Bitches. Der Typ hat sich mit der Affi schon an die Ledge gehängt von Bylef und dann einfach losgelassen. Der hatte keinen Bock mehr. Ich hab Spaß mit den Zeitbeat-Jesus, wenn die Gegner im Turnier scheiße sind. Jui, und halt nur scheiß Recovery haben. Ja, Fueko kann, ich glaube, auf keiner einzigen Stage davon recovern. Ja, zumindest auf keiner, die man normalerweise spielt. Gut, so auf Walk-Off-Stages, oder so geht's natürlich. Yes! Ich kann mir vorstellen, dass er es auf Yoshi's Island der Story schaffen kann. Also nicht Story, sondern Island. Bei der kann man doch auch mit einem einzigen Jump manchmal da hoch, oder? Ja, so ungefähr. Boah, Corona. Ich werde sterben, Leute. Sad. Okay, welcher Kampf braucht hier Jahre? Ich glaube, Richter gegen Dark Pit. Gut möglich. Oder Dr. Mario gegen Game & Watch. Das stimmt.
Alter, guck mal, da rechts ist Kevin. Echt? Wo? Ja, über Ridley. Ach so, ja! Alter, wann sind die mal fertig? Die sind am Koten. Oh, yay, oh, Kevin ist raus. Schade. Okay, entweder DK zu Tode kombon oder auf Null gecheased werden. Mewtwo mag ich nicht, das Matchup, Hilfe. What the fuck? Ich hab gerade in ganz komische Hits gelandet, die ich nicht verstehe. Okay, der Typ hat richtig Bock zu campen, bis der Arzt kommt. Ich bin 69. Down Smash, oh. Ja klar, der mein Scheiß. Meine scheiß Armor gebrochen. dieser DK hat gerade versucht, meinen Down Air mit einem Smash Attack Read zu punishen. Ich glaube, ich verliere. Er war auf der anderen Seite der Stage. Ich glaube, ich verliere. Der ist so ekelhaft. Ich muss jetzt ein Comeback machen, um noch zu gewinnen. Warum kriegst du hin? Digga, warum gewinnt dem seine Dash Attack gegen meine? Ich hab Armor, du Schwanz! Digga, der schmeißt mich offstage. Der schmeißt mich offstage und rennt auf die andere Seite der fucking Map. Hä? Scheiße! Und Dr. Mario oder Richter? Hoffentlich gewinnt Dr. Mario. Und ich hab verloren. Alter, war der ekelhaft! Gott! Von sowas krieg ich Krämpfe. Krieg ich dann vielleicht Finale. Ja, kommt drauf an. Wirklich gut war der nicht, aber gegen K-Rool hat der einfach... Ich habe keine Ahnung, was man mit K-Rool macht, wenn Mewtwo campt, weil man kann nicht selber Projektile schmeißen und seine nicht reflektieren, weil der die dann einfach zurückschickt. Wenn du hingehst, grabt er dich einfach und du bist wieder weg. Ja, so ungefähr. Und dahin zu kommen ist eh schwer genug, weil Mewtwo schneller ist und eine Teleport-Abi hat. Ich guck mir jetzt deinen Kampf an. Ich glaube, dieser Richtertyp braucht mal wieder Jahre. Ah, ich hab solche Krämpfe von diesem scheiß Mewtwo gerade. Ich sehe schon, der Fuego war wirklich toll. Okay, der hat am Anfang ja eine gar nicht mal so beschissene Combo gemacht. Ja, aber den Rest vom Kampf war scheiße. Ja, gut war er nicht, aber auch nicht der schlechteste Fuego. Halt, ein bisschen arg für die Side, wieso? Ja, das kann man gar nicht erwarten. Ui, endlich mehr Side B! Und Cheese. Oh, doch noch nicht. Der ist den ersten Versuch, hat sich leider verkackt. Ja, ganz knapp, bei dem war ich gerade. Wie lange brauchen die denn? Ja! Und schießen. Ich jetzt den ganzen Fuego-Kampf angucken, voll fertig war. Ja. Alles klar. Der ging halt voll, auch keine Mario. Minute. Ich geh mal in Training-Mode-Lab nebenbei. Vor allem will ich was gucken, was ich von Bowser immer gemacht hab, was irgendwie auch immer funktioniert hat. Will ich mal gucken, ob das wirklich true ist. Wenn ja, solltest du das vielleicht auch teilweise probieren. Was hast du denn gemacht? Neutral Air into Back Air.
Das ist... Ich weiß nicht, ob das true ist, aber ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube richtig aus... Vielleicht, aber auf höheren Prozenten nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das true ist. Zum Beispiel so Leon, der beste Bowser der Welt, benutzt das sehr häufig. Und ich glaube, das würde er nicht, wenn es nicht klappen würde. Auf niedrigen Prozenten funktioniert das nicht mal. Ich mach das mal jetzt auf 64 gegen einen DK. Und ich habe aus Versehen ge-F-smashed, anstatt zu back-airen. Das ist true. Das ist eine true 50%-Kombo. Funktioniert halt auf niedrigen Prozenten nicht. Ja, so DK an der Ledge auf 70. Ich liebe es, wenn Down-Air gebuffert wird. Ich wollte nice. Down-Smash machen, er trifft mich und es wird ein Buffer Down-Air. Und ich bin tot. Also DK auf 70 nahe der Ledge stirbt da dran. Man darf aber nicht alle Hits von der Nair treffen, sondern nur drei, sonst wird der zu weit hochgenockt, glaube ich. Wenn du alle triffst, dann geht's dann einfach nach oben. Wenn du den letzten nicht triffst, dann bleibt er auf der Stelle fast. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie genau man das treffen muss. Ein bisschen nach oben muss er. Auf jeden Fall ist das eine True-Combo. Okay, DK auf 63 an der Ledge überlebt das gerade noch. Ich guck mal, wie das so gegen durchschnittliches Gewicht Marv ist. Also mein Turnier ist übrigens fertig. Sekunde, ich will das jetzt noch kurz testen gegen Marv. Ich teste es auch mal. Ich kann mir aber vorstellen, dass so ein Marv auf 60 an der Ledge dadurch schon locker stirbt. Man muss halt von der Nähe den Backhit landen. Weil ansonsten kann man keine Back-Air gescheit draus machen. So, sonst kann man, glaube ich, eine Forward. Ja, ich bin jetzt eher nach Gewicht gegangen. Als Falcon doch auch so. Ich glaube, Falcon ist. Ja. Oder? Ja, Falcon ist ein bisschen überdurchschnittlich eben. Also, Marv auf 64 an der Ledge ist davon definitiv tot. Auf 57 auch. ...55 auch. Das ist ein guter Kill-Confirm. Nuge. Näher Back Air. Ja, näher Back Air. Und eben Backhit von der Näher. Okay, das war laut Combo-Counter nicht true. Ich mach das hier die ganze Zeit und das ist true, tötet Marv so ab 53 an der Ledge. Man kann auch in Forward Air Combo und killt halt nicht so früh. Ah ja. Falcon war auf zu hohen Prozenten, jetzt krieg ich's auch hin. Das ist ein ganz guter Kill-Confirm für Bowser. Ich gehe dann ins nächste und letzte Turnier. Ja, ich auch. Ja, aber das ist eben so eine Sache, die ich mit Bowser ganz gern mal mache, zumindest. Sag, wenn ich Countdown machen kann. Eine Sekunde. Eins. Scheiße, ich hab gedrückt. Drück schnell. Sag mal, bist du Christian oder was? Ich hab's heute nur einmal gemacht. Stimmt auch wieder. Christian hätt's in den, ich glaube, 4 Turnieren war's, 4-mal gemacht. Ich glaube irgendwie, wir kommen nicht ins Selbe. Ich hab grad die Kombo gegen diesen Training Mode Bowser gemacht. Yay. Während der Ladenzeit. Ich glaube, wir brauchen jetzt schon ein bisschen Luck, um im selben Turnier zu landen. Einmal hatten wir auch gefühlt 20 Sekunden Unterschied da. Nee, 20 Minuten. Oh, wir sind im selben. Oh, yay.
Und du bist wieder ganz oben? Ja, natürlich, wo sonst? Und du ganz unten, wo der hingehört. Oh, oh mein Gott, Frank nein. ist wieder. Frank ist wieder da! Frank ist wieder da und spielt K-Rool! Okay. Entweder muss dieser Young Link mich jetzt besiegen, oder Pikachu muss gegen Min Min gewinnen. Ich habe absolut keinen Bock gegen Min Min zu spielen. Oh, geil. Falkenrunde 1 nehme ich. Und Young Link rappt nur. Nice. Jetzt macht er auch mal Boomerang. Krass. Falken, alles in Ordnung mit dir? Willst du auf die Stage oder? Der macht die ganze Zeit High-Up-Bees in meine Projektile rein. Er ist auf 114. Ich glaube, gegen den probiere ich gleich mal wieder die Kremlin-Combo. Also diese Behinderte, die ich neulich auch gegen dich gelandet habe. Die aus irgendeinem Grund viel zu stark ist, wenn man sie trifft. Ja, ist halt relativ schwer zu treffen. Um dem gescheit Prozent zu machen, muss ich nur warten, bis er mein Shield downbeat. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich Young Link gerade komplett, indem ich einfach seine Downer shielde. Warte, ich lasse mich noch einmal treffen, dann müsste der Rage reichen, damit ich auf den Prozenten die Combo landen kann. Nein, nicht in die. Er rennt in die Abi, hoffentlich reicht's noch. Hab's gelandet. War nicht ganz true, aber er ist nicht ausgewichen beim F-Smash. Aber ich finde das schon seltsam. Ich wusste das selber ewig nicht, dass bei K-Rool tatsächlich Down-Air into Down-Tilt eine True-Combo sein kann. Lol. Ja, ich hab gewonnen. Wenn man's richtig trifft, kann auch Neutral-Air into Down-Tilt-Combon. Und das dieser Young ist Link schon hat genau geil. Dieser Young Link hat, glaube ich, keinen A-Knopf. Also, ist Young Link. Nur Grab, Down B und Side B gemacht. Das klingt doch toll. Okay, stimmt. Eigentlich macht Young Link noch oft einen A-Button. Er muss ja aus dem Boomerang noch eine Forward-Air kommen. Nee, das hat er nie gemacht. Wahrscheinlich zu kompliziert für ihn. Der hat immer irgendwas mit Grabs gemacht, aber dann einfach mich weggeworfen und keine Combo draus gemacht. Boah, ich habe jetzt richtig Bock auf den K-Rool Ditto nächste Runde. Und auf Banjo habe ich genauso wenig. Ich habe ganz viel Bock auf die nächste Runde. Ja, Pikachu. Kann ich mir vorstellen, Digga. Saugute Runde. Und wenn du Glück hast und die gewinnst, danach vielleicht noch gegen einen Villager. Oh, Spaß. Und solltest du das noch irgendwie gewinnen und es läuft gut gegen Game & Watch, das könnte das beste Turnier werden für dich. Spaß. Bumsen. Jetzt müssen wir okay. wieder warten. Was glaubst du, wer braucht am längsten hier? Ich sag entweder Pikachu und Min. Gegen Game & Watch wahrscheinlich. Echt? Oder Didi gegen Villager. Ja, ich hätte gesagt... Ach nee, stimmt, Min ist da, der Kampf. Ich hätte gesagt, Diddy gegen Villager oder Pikachu gegen Min Min. Okay, und je nach Playstyle könnte auch Wolf gegen Link langdown. Oh, kein K-Rool Ditto. Scheiße, ich hatte kurz gehofft, dass Pikachu gewinnt. Naja, vielleicht ist Min Min relativ schlecht, ist nicht unmöglich. Und schlechte Min Mins sind easy as fuck. Gegen die muss man gefühlt springen und man hat einen Gameplan komplett outplayed. Ja. Und gegen Banjo auch Bock. Yay, der erste F-Smash. Der erste von vielen, die noch kommen werden. Er hat Min Min noch keinen anderen gemacht, weil ich Kombo. War jetzt nicht mehr. Jetzt, da kommen die 20.000 anderen F-Smashs. Ja, bisher sieht Banjo hier nicht so toll aus in dem Kampf. Min Min hat Down B geschildert. Oh, nice. Hier, so, deswegen nimmt man weg. Sich... Oh Gott, der spielt nicht gut, ich aber gerade auch nicht. Willst du mich verarschen? Ich stand hinter dem und der hat mein Shield gejabbt. Okay, Min Min kommt gegen Fair und Side B nicht klar. Okay. Und Banjo stinkt einfach. Nicht klar, was ich mache. Außer klingt wenn gut. sie mal... Oh, jetzt fühlt sich wahrscheinlich krass, weil sie einmal eine Landung gelesen hat mit dem F-Smash. Krass.
Ja, den Banjo bumse ich gerade schon ziemlich in die Hölle. Und dann lasse ich mich von Random Wonderwings treffen. Ich finde es so toll, dass man Wonderwing nicht kontern kann, Alter. Der Move ist so balanced. Was? Ja, man ist unsterblich während dem Move. Das heißt, wenn man den kontert, geht man einfach durch den Konter durch. Das Einzige, was man machen kann... Das Einzige, was man machen kann, ist draus zu grabben. Diese Win-Win war so gut. Sie hat sich einfach SD'd, weil sie offstage irgendwelche Aerials gespammt hat und dann nicht mehr recovern konnte. Ich sollte langsam aufhören, scheiße zu sein, sonst verliere ich das noch. Alter, ich spiele gerade so schlecht. Das würde ich gern sehen. Scheiße! Aber gefühlt, wenn besonders bei Banjo, wenn die komplett scheiße spielen, wird man selber auch irgendwie scheiße. Oh, danke Jesus, ich hab gewonnen. Oh Gott. Es war viel zu knapp für das, was nötig wäre. Nötigung ist nötig. Ja, das sowieso. Ich meine, steckt ja schon im Namen. Genau wie ich in den genötigt war. Nächsten Kampf. Oh mein Gott, okay, lieber Wolf als Gamen. Och, du hast einen Ganondorf. Ich will auch. Aber komm, strengen wir uns an. Wäre doch geil, fürs letzte Turnier im Finale gegeneinander zu spielen. Ja. Jetzt. Oh je, der hat Pause als Profilbild. Oh, geil. Mein Kampf beginnt noch nicht. Wolf war also der Letzte, der noch im Kampf war. Aber bei Wolf gegen Game & Watch, was ein Wunder. Meiner hat ein Cloud-Profilbild. Das macht Bock. Weil Cloud auch so ein spaßiger Charakter ist. Oh, Hilfe, ich komme mit Ganon irgendwie nicht klar. Ich denke immer, die Angriffe sind schneller, als sie eigentlich sind. Dann macht der einen Read, weil ich irgendeine Scheiße mache, um ihn zu kontern und viel zu früh bin. Dabei. Okay, Wolf ist bad as fuck. Ich hab den ersten Stock gezogen. Der ist gefühlt mein... Ich glaube, dieser Game tötet mich, weil seine langsamen Angriffe mich einfach verwirren. Ich glaube, das ist der schlechteste Gegner, den ich dieses Turnier bisher hatte. Wolf hat der so weit geschafft. Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab gleich gewonnen. Der ist auf 94 Last Stock. Der hat sich selbst umgebracht. Was ist das? Was? Vor allem, der war gefühlt auf der Stage so 2 Zentimeter neben der Ledge, macht Abi und drückt nach unten. Ja. 45 Sekunden Battle. What the fuck? Wie kommen solche Leute ins Halbfinale? Ich comebacke diesen Gen gerade ziemlich hart. Ja, comebackete ihn. Was? Ja. Hast du gewonnen? Nein, noch nicht. Ist gerade ziemlich knapp. Wie in England. Nein, warum hat mein Upsmash nicht getroffen? Lost Triad! Ich hätte downbeen sollen, dann wäre er tot gewesen. Läuft der Kampf noch oder hast du verloren? Ah, die Dash Attack, ich habe gerade so verloren. Ah! Dann gimp ich ihn jetzt 2x auf 20. Ich räche dich! Aber guck dir mal meinen Kampf gegen Wolf an, der Typ war so gut. Okay. Scheiße. Hätte ich da anstatt Down Air Down B gemacht, wäre er tot gewesen. Sad. Hat er geschildet oder? Ja, er hat einfach geschildet. Belastend. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht auch verkacke gegen Ganondorf. Gegen den habe ich keine gute Statistik. Gen ist bei mir, den ersten Stock werde ich nur trifft er jeden einzelnen Read. Verkacke und denke, seine Angriffe sind niemals so langsam, wie sie wirklich sind. Und dann einfach jeden Angriff nicht treffe, weil ich denke, dass er so langsam ist. Okay, gerade eben liege ich schon ein gutes Stück hinten.
Jetzt ist es even. Oh, ich habe ihn gelesen mit dem F-Smash bei der Landung. Und wurde geabsmashed, Hilfe. Nein, so close. Ich hätte ihn fast gecheased. Oh Gott, 70% Gandorf-Kombos. Das war bei mir der ganze erste Stop. Nein, er ist so knapp wieder auf die Stage gekommen. Ich glaube, ich habe ihn gegimpt. Ja, hab gewonnen. Puh, zu close, aber hat geklappt. Hast du meinen tollen Kampf gegen Wolf gesehen? Ja. Richtiger Pro. Der war einfach so gut. Bester Spieler des Turniers, kann man nix sagen. So, das war's dann aber auch für mich für heute. Tschüss. So's. Alter, und die Audio ist diesmal da geil.